Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Solitude Wake Up. Und das ist ein sehr, sehr düsteres, dunkles Horrorspiel, Survival-Horrorspiel. Wir gehen durch Gänge und random Zombies erscheinen da. Da musst du halt davor abhauen. Und es ist wirklich so dunkel, dass du auf deine Taschenlampe überhaupt angewiesen bist. Du hast halt, du musst die halt aufladen und alles. Völlig verrückt. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren. Woodgirls VR, Oppermann Events, Peter Wasmer, Andy De Felser VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird sehr, sehr kurz, weil das ist sehr, sehr bescheuert. Also, als erstes Mal, wir haben hier in diesem Raum gestartet, hier gibt es keine Menüs oder sonst irgendwas und diese Bewegung ist viel zu schnell. Das ist selbst für mich zu schnell. Und dann das nächste ist das Snap-Turning. Das geht nur zu einer Seite und auf der anderen Seite ist das Menü, das Inventar und wir sehen hier verschiedene Sachen, die wir aber eigentlich nicht sehen, weil das zu dunkel ist, ja. Das ganze Spiel ist einfach schwarz. Wir müssen allein schon erraten aus dem Inventar, wo die Taschenlampe sein könnte und dann müssen wir die greifen. Ich glaube, ich habe die jetzt hier, genau. Hier haben wir jetzt die Taschenlampe und wir können definitiv nur mit der Taschenlampe überhaupt irgendwas sehen und das auch schon schlecht, aber die Taschenlampe braucht auch Batterien. Das heißt, wenn die leer ist, ist das Spiel unspielbar. So, wir müssen jetzt hier zum Beispiel hier diese Tür öffnen und dann sind hier manchmal Zombies. Ja, also ich habe jetzt hier die Taschenlampe, ne? Ich leuchte nach vorne und es ist trotzdem komplett dunkel. Es ist einfach, hier ist nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auf dem Bildschirm besser seht, aber ich sehe nichts. Und ich, weißt du, ich sag ja nichts gegen Zombiespiele oder Horrorspiele, dass sie dunkel sind, aber es macht dann halt einfach keinen Spaß mehr, wenn du einfach nichts siehst. Ja, jetzt können wir hier erahnen vielleicht, dass hier Wände sind. Jetzt geht dann wahrscheinlich gleich auch die Batterie schon leer. Das ist übrigens das Einzige, was man im Inventar gut erkennen kann, die Keycard. Den Rest kannst du halt einfach gar nicht erkennen. Und Snap-Turn geht halt nicht, ne? Nur in eine Richtung. Das heißt, ihr müsst euch die ganze Zeit nur nach links drehen, weil nach rechts halt das Inventar ist. Und hier seht ihr, jetzt ist es mal hell und dann kann man auch das Inventar halbwegs erkennen, ja. Aber trotzdem, du musst halt schon, um an das Inventar dran zu kommen, weil das dreht sich so mit, seht ihr, das dreht sich mit und ich muss quasi meinen Kopf hier lassen und muss dann hier hingreifen, damit ich die Taschenlampe bekomme. Also, beim besten Willen, das ist wirklich ganz fieser Käse hier. Und das kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Das kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Und deswegen, ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Solitude Wake Up. Leute, ich glaube, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Das lohnt sich halt einfach überhaupt nicht. Das Spiel kostet zwar nur 4 Euro, aber warum sollte man sich für 4 Euro oder auch umsonst sowas antun? Es funktioniert halt einfach nicht. Wir laufen durch einen Gang, haben eine Taschenlampe und es ist trotzdem noch alles schwarz. Wir können das Inventar nicht erkennen, weil es schwarz ist. Also, und dann halt noch diese Steuerung mit dem Thumbstick, ne, dass du dich nur noch links drehen kannst und nach rechts ist halt das Menü. Also, klar, du kannst natürlich die Steuerung irgendwie umkonfigurieren, weiß der Geier, aber das ist es ja alles nicht, das kann es ja alles nicht sein. Ne? Also von mir überhaupt keine Empfehlung und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das auf einmal irgendwie mit Updates ein tolles Spiel wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem danke fürs Zuschauen, Leute, gebt mir einen Daumen nach oben, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao. Voodoo.de